ist 8.21 Uhr, wir sind seit einer halben Stunde unterwegs und mein Auto geht nicht mehr an. Ich wusste zwar, dass die Lambda-Sonde ausgetauscht werden muss, aber es muss ja trotzdem anspringen. Jetzt haben wir das Auto bei einer Werkstatt abgegeben und hoffen, dass da schnell was gemacht werden kann und wir weiter können. Wir wollten nämlich einen Zwischenstopp noch in Rimini machen. Das heißt, die heutige Fahrt wäre eigentlich Südtirol bis Rimini gewesen, dann dort 2 Tage bleiben und dann von Rimini nach Tropea. Sind wir neben der Werkstatt, trinken Kaffee und hoffen aufs Beste. Werkstatt-Check fertig. Kumpel von uns hat noch mal kurz drüber geschaut. Absoluter Ehrenmann, auch er. Ja, sehr spontan hat er sich Zeit genommen, hatte selbst voll viel zu tun. Aber wir haben das Go gekriegt. Wir fahren jetzt. Erster Stopp, Rimini. Rimini. Check. Wir fahren jetzt noch in unser Airbnb, was wir uns für die nächsten 2 Tage gebucht haben. Fahrt hat gut geklappt bis jetzt. Wenig Verkehr zum Glück, ja. Genau. Von den 4 Stunden, die wir jetzt gefahren sind, ist echt viel wärmer hier. Ankommen, chillen, Kaffee trinken, essen. Aperoli. Im Airbnb angekommen. Machen wir einen Kaffee. Ich zeige euch ganz kurz, wie es hier aussieht. Klein, aber fein, aber für 2 Tage. Ja. Perfekt, passt voll. Guten Morgen, meine Lieben. Gott. Und wir fahren jetzt von Rimini los. Wir waren jetzt 2 Tage hier, haben mal Handypause gemacht, komplett gechillt, weil ja, die letzten 3 Wochen in Südtirol, die waren halt auch ein bisschen anstrengend. Genau, mit dem ganzen Papierkram und so weiter. Jetzt fahren wir los. Jetzt geht's los, ja. Ich blende euch hier mal kurz unsere Strecke ein, die wir fahren müssen, also beziehungsweise Simon. Tatsächlich die längste Fahrt, die ich jetzt je gemacht habe. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wir wollen den einmal durchfahren. Dann losgehen. Let's go. Ciao, Bingo. Wir haben uns gerade eine Kleinigkeit zu essen geholt und ich habe mir auch was gekauft. Ein Doggo. Mein Trixie-Ersatz. Unser Reisebegleiter und unser Glücksbringer im Auto. Jetzt sind wir gerade raus. Wir haben ein Brot gekauft, den Hund und eine Flasche Wasser. Was mache ich? Ich habe vergessen, die Flasche Wasser mit rauszunehmen und den Kassenbeleg habe ich weggeworfen. Simon schaut gerade, ob wir jetzt trotzdem noch die Flasche Wasser bekommen. Die Wasserflasche wurde wieder zurückgeholt. Hat den Typen gar nicht gejuckt, Alter. Echt nicht? Nee. Und der so, ja, nimm dir. Doggo? Doggo ist hier. Okay. So, meine Lieben, wir sind gerade hier. Wir sind heute gegen 11 hier gestartet. Da ist die ganze Strecke schon abgefahren, sind jetzt hier. Genau, wir fahren jetzt heute dann noch durch bis Tropea. Kein Bock mehr. Wir sind gerade ein bisschen weiter wie Bari, oder? Ja, Reggio Calabria. Es sind noch 300 Kilometer. Alter, scheiße, man, es hört nicht auf. Sind wir echt fertig und... Wir, Mann. Ja. Junge, wo sind wir gerade gelandet? Junge, schaut aus wie ein bisschen Ghetto hier. Wir sind safe, Alter. Leute, wir sind heute offiziell den ersten Tag hier. Wir fahren gerade zum Strand, da wo wir früher auch immer waren. Wir teilen jetzt mit euch unsere erste Reaktion. Scheiße, Mann. Oh Gott, kannst du kurz stehen bleiben? Oh mein Gott. Oh mein. Ach du Scheiße. Ein Traum. Oh, es ist so surreal, dass wir jetzt einfach hier sind. Ja. Für einige Monate einfach hier leben können und heftig. Das ist so heftig, Mann. Scheiße. Vor allem, wir waren halt immer 2 Wochen hier und das ist jetzt das erste Mal, wo wir auch so lange Urlaub machen und wir realisieren es halt einfach gar nicht. Du hast einfach einen Strand da. Du vor der Haustür. Jeden Tag dahin. Und da hinten haben wir das Video gedreht.
gekommen. Stimmt. Das war da ganz hinten. Da hinten habe ich fast die Kamera geschrottet, weil ich ausgerutscht bin und sie mir fast ins Wasser gefallen ist. Bis jetzt sieht es nicht sehr gesund aus. Deswegen habe ich einen Mirtillo-Saft besorgt. Gut, schauen wir weiter. Die hier sind absolut geil. Nico, wenn du das siehst, Alter, die esse ich auf deinen Nacken. Ich hoffe, du vermisst sie jetzt noch mehr als vor diesem Video. Prost. Zum Wohl. Auf uns. Auf uns und auf unseren Urlaub. Das ist die beste Pizza der Welt.